Ich habe Marvin California gedisst. Zuerst das Wichtigste, das ganze Ding ist ein Contest, das heißt, es ist einvernehmlich, Marvin weiß Bescheid, er reagiert darauf. Den Track findet ihr hier, gebt am besten den ganzen Ding ein Like und schreibt einen kleinen Kommentar, denn dann habe ich gute Chancen, das ganze Ding sogar zu gewinnen. Long story short, ich finde, das Song ist ein Banger geworden, das ist das erste Mal, dass ich Drum and Bass produziert habe. Und ich finde, da sind ein paar richtig krasse Stellen dabei, wie zum Beispiel die hier. Gebe keinen Fick auf deine Fam und deine Kinder, Bubble, du bist gegenüber meinem Level nur Minimum, aber bitte Marvin, nimm mit dir vor Panik übel, wenn ich bei dem Battle mit der Mucke deine alberne Miene zerballer bin. In meinem Element und alle meine Enemies im Business sind immer wieder voller verbitterter Melancholie, weil der Trapper Rapper Double Time wieder mal die Number One ist, also wer bist du kleine Lilliput. Wie aber dieser Song mich und mein Team durch komplette Höllen gejagt hat, was beim Dreh alles passiert ist und wie über 500 Euro an Schaden entstanden ist und wir im Endeffekt körperlich und psychisch ans komplette Limit gegangen sind, erfahrt ihr jetzt. Zuerst einmal die groben Fakten. Der Kanal Die Influencer hat ein bisschen Beef mit Marvin California gehabt und dann einen Beef-Contest bzw. Diss-Contest eingeleitet, wo jeder Marvin California dissen kann. Ich habe das gesehen, direkt eine kleine Story gemacht, Marvin hat darauf reagiert und dann war die Bühne auch schon gesetzt. Und allein die ersten Schritte haben schon gezeigt, dass das Ganze ein bisschen außergewöhnlicher wird als sonst. Ich bin gerade dabei, das Grundkonzept von der Hook zu machen. Ich habe ja die letzten zwei Tage den Beat gebaut. Es ist halt so geil, damit der Drop halt nice kommt, schreie ich am Anfang, also geh dich ficken. Und das ist halt das Einzige, was ich jetzt gemacht habe. Meine Nachbarn haben die ganze Zeit das hier gehört. Also geh dich ficken! Das ist so weit weg von meinem Standardrepertoire an Worten, das ist so fucking fassbar. Nachdem ich also den Beat produziert habe, waren Parts und Hook in ungefähr 3 Tagen fertig und am kommenden Freitag haben wir uns dann alle zum Dreh getroffen. Zuallererst war Marc da, der schon ziemlich müde war, weil er an dem Tag gearbeitet hat. Dann ist der Felix eingetrudelt, mein Kameraguy, der auch mit mir alles geplant hat. Und dann, 200 Kilometer Distanz, ist dann tatsächlich Sigmund Fridolin von Regent zu Lord Regent bei uns eingetrudelt. Die kannten sich alle nicht, das heißt, ich habe alle zusammen vorgestellt und dann haben wir die Location-Absprache gemacht. Okay, meine Damen und Herren, ich stelle euch die Filmcrew vor. Hier haben wir Marc. Marc. Das ist der gute Axel. Der Regent. Ich werde deine Mom abhängen. Und das alles nur, weil dein Name auf Ja endet. Mein Secret-Wunsch übrigens mit dieser ganzen Sache ist ja so ein bisschen, dass ich Beef und Flair anfange, ne? Ah. Hear me out. Folgendes. Ich wäre großer Fan. Gehen wir Billy Wilder immer noch auf der Straße, das ist meine Wohnung. Okay, das ist... Das ist der Endplan. Ist schon eine relativ große Gleiskreuzung für was, wenn du das anschaust. So naja, das können wir gerne machen. Gleise lang und da ist es im Verhältnis jetzt nicht so klein. Ich schwöre, dass die stillgelegt ist. Ich will nicht den frühen Tupac-Status haben. Nachdem das Ganze dann erledigt war, mussten wir noch die Hälfte vom Part vom Regent nochmal schreiben, weil er nur einen 4er geschrieben hat. Wir haben aber einen 8er gebraucht. Das heißt, der Regent und ich haben geschrieben. Felix, Kameraguy, beste Seele auf der Welt, war mit im Raum. Und Marc hat sich schon mal hingelegt, er war todmüde. Der Plan war, dass wir ungefähr um 2 Uhr nachts fertig werden. Der Part sitzt. Wir können uns alle hinlegen, schlafen und am nächsten Tag geht's los. Boy, oh boy, haben wir uns da geirrt. Marvin ist auf jeden Fall ein Winzling, da sind wir uns auf jeden Fall einig. Mhm. Er ist klein, er ist ein Zwerg. Kannst du dich punchen, kannst du dir erklären lassen von... Es kommt sogar, ich finde, es kommt sogar lässiger rüber, wenn du es so sagst. Das ist eine ernste Sache, du Ratte mit deiner Herzensdame im Nacken, ey. Wie sehr die Lines dich punchen, kannst du dir erklären lassen von Asche. Ich glaube, das kommt ganz gut. Was? Das kommt, glaube ich, ganz gut. Ja, so wie deine Mom. Robin, denk dran, dass du genug schläfst. Ja, wie gesagt, wir cutten das jetzt. Er wird nicht genug schlafen, du brauchst es gar nicht erwähnen. Guck mal, das Ding ist, es muss jetzt nicht perfekt sein, es muss nur für ein Videodreh ausreichen. Wir können das alles noch perfektionieren. Mhm. Wir machen das morgen fertig. Oder so. Übermorgen, und dann ist der Drops gelutscht. Ich bin schon ein bisschen mies groggy gerade. Ja, ich weiß, und deswegen will ich auch eigentlich, dass du schlafen gehst. Und im kreativen Flow hat auch der Felix, der zwar Rap-Musikvideos dreht, selber aber nicht rappt, auch seine Freestyles zum Besten gegeben. Und das ist eine der lustigsten Situationen entstanden, die ich in dem Jahr erlebt habe. Ihr müsst wissen, ich bin ein ziemlicher Reim-Nerd, ne? Und der Regent ist eh nicht reimvernördet, der fährt allerdings eine härtere Null-Toleranz-Politik. Und jetzt kam es halt einfach dazu, dass der Felix den weirdesten Shit abgegeben hat und es hat den Regent zu Tode getriggert, während ich einfach nur da sitze und mir dieses Schauspiel angeguckt habe und mir komplett einen abgelacht habe. Das ist ja... So, du denkst deine Kritik ins Leere, obwohl ich... Hör jetzt auf. ...deine Mama richtig wegkehre. Davon meine ganze Familie ernähre. Das ist für mich wie Kratzen an der Kreidetafel. Meine zukünftige Karriere wegtehre. Wie beim Straßenbau werde ich deine Mama hau und dabei den Kopf deines Vaters kau. Ich weiß, das war jetzt vielleicht kein Baller-Move. Doch Bruder, guck zu, ich hab den Mega-Move. Vergleich mich mit Christian Ehring. Und an den Fingern deiner Mama mach ich einen Ehring.
Marvin ist ein Winzling. Hey, aber wieso? Aus der Big King XXL, den schon der CEO kennt, während sich seine Mom ganz schnell von ihrem Mann trennt. Bei der die Lara versenkt. Ich wäre für 4 Tage nicht mehr aufgestanden, nachdem ich das gerade gesagt habe. Das kann ich dir wirklich Mit bestem Bewusstsein sagen. Keine Sorge. Guten Morgen, mein Spatz. Es ist Zeit aufzustehen. Wir drehen. Ach so, hallo. Wollen Sie die Karriere des Rappens weiterführen? Es wurde alles gesagt jetzt schon. Das ist schlimm. Das ist schlimm. Hey, du feierst doch Moneyboy. Ich weiß gar nicht, was du hast. Moneyboy kann rappen. Kann reimen. Mach die Kamera weg. Der Clou war, als es dann so 5:30 Uhr morgens war, haben wir dann so gemerkt, Schlaf lohnt sich eigentlich nicht mehr. Also haben wir den sauren Apfel gebissen, haben wir Mark aufgeweckt und haben uns dann auf den Weg gemacht. Wir sind also zu einem See gefahren und während wir gefahren sind, kam dem Felix folgender Geistesblitz. Dass in dem verlassenen Häuschen auch noch so eine Küche ist. Und wie wär's denn, wenn du als Opening Shot kochst? Nee, da schön im Bademantel mit deinem Sonntagsmorgenskaffee reinsteppst in die Küche. Okay, und ich erstmal. Ja, genau. Und ich erstmal hinhockst und dann anfängst. Das ist mir gerade ein bisschen in den Kopf gekommen dabei. Oh, das könnte. Das ist so am Rande von mega ästhetisch, was du da gerade gesagt hast. Ja, sie kennen mich. Er hatte mich doch die ganze Zeit eigentlich schon versucht zu überzeugen, diesen Mantel zu tragen, weil er echt stolz drauf ist und weil es auch ein sehr, sehr geiles Teil ist. Und ich war die ganze Zeit so, nee, Digi, ich glaube, es passt nicht so ganz. Aber ich will auch schon irgendwie nicht ganz so ernst wirken in dem Video. Tja, und ihr könnt ja später sehen, dass es dann doch ein bisschen so geworden ist, dass ich das Teil dann getragen habe. Jetzt aber erstmal zum See. Wir sind komplett eine ganze Strecke durchgematscht. Ich glaube, wir sind 1,5 Kilometer dann noch gelaufen, da wo wir geparkt haben. Und während der Lord Rapper der beste Drehassistent war, seitdem der Best Boy erfunden wurde, gab Felix wirklich die Krönung als Kameramann ab und Mark hat wirklich sein Bestes gegeben, um dabei noch den Fokus nachzuschärfen. Lecker durch die Matschepampe. Es lief alles soweit gut und das Footage sieht wirklich überragend aus. Aber dann kam der erste Downer. Die Kamera hier hat übrigens der Felix gestellt, krasses Ding, also mega Apparat. That's what she said. Eine Drohne habe ich allerdings nicht. Ich habe mir also eine von einem Kumpel geliehen. Ich habe performt, die anderen haben gestartet, geflogen und dann ist das Ding in einem Baum gelandet, abgestürzt und ist direkt kaputt gewesen. So eine DJI Mini kostet ungefähr 270 Euro aktuell, neueste nochmal 100 Euro teurer. Und wir saßen da dann halt so, ne? Und dachten uns so, fuck. Deswegen Shoutouts an Kevin, einer der größten Ehrenmänner, die ich in meinem Freundeskreis kenne. Denn der hat mega korrekt reagiert, als ich ihn angerufen habe. Also ein bisschen angedauert sind wir da zurück, haben kurz was gegessen und sind dann weitergefahren. Zu der Zeit war es dann ungefähr 11 Uhr. Sind dann 20 Kilometer weiter in eine etwas größere Stadt, in den Waldabteil davon. Und ich weiß nicht, wo Felix uns dahin geführt hat. Der kennt Locations bis an den Arsch der Welt. Wir sind durch unfassbar viel Gestrüpp, durch Dornen, durch Blätter, durch Laub, sind 50 Mal hängen geblieben und mussten sau viel Equipment schleppen. Aber als wir dann angekommen sind, waren wir wie in einer anderen Welt. Er hat durch den härtesten Laubwald gesteppt. Ich habe Schmerzen am ganzen Körper, aber das sieht so fucking nice hier aus. Welcome to my crib. Wir haben also alles hergerichtet, das Licht ausgerichtet und ich habe mich dann dazu bereit erklärt, wirklich mich umzuziehen und das Outfit war überragend. Ah, Hose dann wahrscheinlich auch aus, I guess. Boah, das sind die richtigen. Ich brauche direkt 2 Perspektiven, machen wir so 3D-Effekt. Ich habe exakt gar nicht geschlafen, genauso wie Individuals im Hintergrund. Den nehme ich auch so einfach kurz mit schon. Hi, welcome to my crib. Und er fickte sich. Und ab dann hat es auch so richtig Spaß gemacht, weil ich performe eigentlich nicht so gerne, aber ich liebe es zu schauspielern. Und als ich dann in dieser Rolle war, so dieser abgeranzte reiche Dude in dieser abgeranzten Villa, das hat so Spaß gemacht und da kam ich dann so richtig aus mir raus, ich habe mit dieser Tasse hantiert,
Zeitung gelesen und so, und ich finde, da haben wir voll geile Performances gemacht. Und nach einigem Hin und Her haben wir dann alles wieder zurückgetragen, haben uns komplett durchgequält, sind dann am Auto angekommen, sind zur nächsten Location gefahren und haben dann gemerkt, puh, kein Schlaf, seit über 24 Stunden wach, wir sind fertig, sind zurück, Felix abgesetzt, kurz zu mir, haben uns da kurz ausgeruht und dann sind die anderen beiden auch heim. Die waren dann soweit mit dem Projekt fertig und Felix und ich werden dann am nächsten Tag weiterdrehen. Aber damit noch nicht genug, bevor der nächste Tag anbricht, bin ich sogar noch zu einem Kollegen und habe eine neue Drohne geholt für die nächste Location am nächsten Tag. Ich habe ihm sogar die Story mit der Drohne erzählt und er war so, Digi, bitte pass aber bloß drauf auf, ne, dass die nicht kaputt geht. Und ich so, ey, ganz im Ernst, dieses Mal passe ich richtig gut darauf auf. Ich verspreche dir, da wird nichts passieren. Machen wir weiter, ne? Am nächsten Tag nehme ich also mein eigenes Auto, fahr los, finde die Inkarnation von Tupac. Guess who's back? Back again. Hol den Felix ab und zusammen fahren wir los zur Area 1. Das ist ein verlassenes Militärgebiet, wo aber heute jeder hin kann, also ein Lost Place, was so ein bisschen auch ein Ausstellungsstück ist, das heißt, ihr könnt da auch hingehen und euch das gerne mal anschauen, ist wirklich ein cooles Teil. Denn neben dem Hauptplatz, die ihr auch auf den Drohnenaufnahmen ganz am Anfang vom Musikvideo seht, gibt es da auch sehr viele Hangare. Hangars? Hangar? Ihr wisst schon. Ist ein roher Hang das Gegenteil von einem Hangar? Hunger Games. Man konnte manche rein und manche nicht, die waren teilweise auch nur mit fucking Fahrradschlössern abgeschlossen, ich meine, das waren riesige 3 Meter Tore. In manchen von denen war nichts drin, in manchen war einfach Stroh, hier beliebigen Joke einfügen, und dann haben wir einen gefunden, wo einfach 2 Wohnwegen drin standen. Und das war perfekt. Ich bin wieder in meine volle Montur geschlüpft. Da es ja mittlerweile im Trend ist, habe ich gedacht, ich mache ein kleines Get Ready With Me. Wenn ich morgens aus meinem wunderschönen Wohnwagen erwache, gehe ich erstmal ins Bad, zum Spiegel und erblicke mein wunderschönes Antlitz. Dann packe ich meine Gun und gehe auf die Jagd. Das Licht ist schon da. Wir haben alles ausgeleuchtet und dann ging der Dreh auch schon los. Ey, Robin, sag, wer schaut aus dem Fenster? Ich muss dich scharf stellen. Da. Geil. Gott, sehe ich vercrackt aus. Ja, das wird wieder ein Gottshot. Felix sitzt da drüben und macht noch ein paar Aufnahmen. Ich räume hier schon wieder zusammen. Vielleicht kann man wunderschön da schon die Shotgun, den Whisky und die amerikanische Flagge erkennen. Und zwischendrin war das so witzig, weil es ja wie gesagt ein Public Place war, sind immer wieder Leute vorbeigekommen. Und mein Lieblingsmoment war der, wo ich da wirklich in voller Montur stehe, Shotgun auf der Seite übrigens, auch von Felix, danke nochmal dafür. Ich perform den Diss-Track, mach die ganze Zeit, also geh dich ficken. Und im Hintergrund kommt so eine Gruppe an Rentnern vorbei auf Fahrrädern und guckt so in die Hangare und sind so nach dem Motto, Sabellot Agade, was ist denn hier los? Weißt du, und gucken da mich an und der Felix sieht da nichts, weißt du, der ist ja im Rücken zum Tor, filmt mich und... Ich sehe diese Leute, während ich das performe, diese Rentner. Und ich denke mir, okay, fuck it, du gibst jetzt die Show deines Lebens, du ziehst jetzt durch, du machst das jetzt. Stories sind da entstanden, wirklich. Und da mussten wir entscheiden, weil es hat dann angefangen zu regnen, das heißt, wir konnten die Drohne nicht starten. Wir sind also weiter zu einem anderen Hangar, der auch verschlossen war, und haben uns gedacht, es käme vielleicht ziemlich epic, einfach im Regen zu drehen. Wir haben also einen Regenschirm an eine Kamera gebunden. Felix, was machst du da? Ich will jetzt nicht sagen, es ist so, als ob das perfekt passt, aber das ist wie dafür gemacht, da den Regenschirm ranzutapen. Perfekt. Sind wir ready? Gleich, sobald ich das festgetaped habe, aber da darfst du mir beihelfen. Okay. Und dann hatten wir das Problem, dass das eine Handy nicht ging und das andere Handy hatte noch die alte Version vom Marvin-Track, wo noch mehr Lines drauf waren und der Part vom Regent noch gar nicht drauf war. Das heißt, ich musste das dann im Nachhinein im Schnittprogramm alles rauseditieren und improvisieren, während ich performt habe, während es geregnet hat und der Ton mies gar nicht durchgegangen ist zur Kamera. Es war einfach ein Fest. Jala, das ist Hip-Hop. Ey, dich? Kann ich gerade einbauen? Halte für mich gerade zurück. Das ist wunderschön. Jetzt kann ich erstmal wieder runterklettern. Auf geht's. Hey, viel Spaß. Hast du es aufgenommen? Ja. Ey, voll geil, dann kann ich das im Making-of so spiegeln, wie es von oben und unten aussieht. Mhm. 3 Tage Jetlag, Bitch, dann nach Thailand fliegen, generierte Zeitverschiebung, die Time Machine. Jalla, Grüße. Jalla, hallo. Übrigens der Neue bei da wo Peter Lustig mal gearbeitet hat. Ich habe meinen Arbeitsort vergessen. Wunderschön. Schützenzahn. Hallo. Jalla und Habib, guten Morgen. Folgen Sie mir. Ja, zeigen Sie mir bitte Ihre Crip. Ihr fragt euch bestimmt, wo der Nachbar verschuldet gerade ist.
in meinem Kofferraum. Dank der ausgeprägten Dämmung des neuen BMWs kann man die Schreie sogar nicht einmal hören. Das freut mich, aber das ist der Wahnsinn. Kann ich bitte meine Autoschlüssel haben? Nee. Das findet der Peter aber gar nicht. Das ist schon schade. Du hast sie. Bruder, wusstest du, dass ich ADHS habe? Okay. Dann. Okay. Also, wir haben den neuesten Stuff. Okay, ja, warte. Ich könnte mir gleich auf jeden Fall Panugat, bis ich sterbe, dann bin ich sonst. Ja, dann hat nur noch die zweite Drohnenaufnahme gefehlt. Wir fahren also zurück zum Originalplatz, machen alles ready, starten. Ich gucke, dass nichts passiert. Wir haben wunderschöne Aufnahmen hinbekommen und dann haben wir einmal zu stark zurückgesetzt. Die Drohne fliegt zurück. Dieses Mal weitaus höher als beim letzten Mal. Die ist einfach wieder in den Baum geraten. Die fällt bestimmt gut 8 Meter tief oder so. Zerschellt am Boden, ich konnte sie nicht mehr auffangen. Die war dieses Mal komplett hinüber. Wir haben vorher noch Jokes gemacht. Wir waren vorher noch so, guck mal, jetzt geht noch eine Drohne kaputt. Und waren da schon so, Diggi, mal nicht den Teufel an die Wand. Also der Downer aller Downer. Ich meine, im Endeffekt, ey, es ist nur Geld, lässt sich alles ersetzen. Aber man fühlt sich halt so inkompetent dann, ne? Es ist so dumm gewesen. Ja, und dann haben wir uns unterhalten, wie wir es am besten machen. Wir waren fertig mit dem Drehen, wir waren fix und fertig. Sind dann nochmal in die Nähe von der Rammstein-Base gefahren, weil wir da ganz in der Nähe waren. Haben uns hingehockt, was gegessen und ich hab's da nicht mehr ausgehalten. Ich musste dann direkt den Koya anrufen, der von Groovy Dudes übrigens, musikalischer Kollege. Er hat's mega korrekt genommen, ich war auch direkt so, ey. Also ich war wirklich tot ernst. Er hat's locker genommen und ich so, ey, ich ersetz dir das, okay? Ich ersetz dir das. Und das, wie gesagt, ich habe mein Wort gehalten, das ist auch alles schon passiert. Und dann war der Mut auch wieder gut. Wir sind heimgefahren, haben das Material gesichtet, hab dann angefangen zu schneiden und hatte dann einen Spurt von 2 Tagen, wo das Ganze fertig werden musste. Aber ich habe das alles übernommen, alles gemacht, die anderen haben Feedback über WhatsApp gesendet und ich habe es abgeschickt. Ein paar Tage später hat mich dann der Dude von den Influencer angeschrieben und meint so, ey, ist das mega nice und so. Aber habe ich einen Schatten oder ist alles asynchron? Und ich war so, ne, oder ist uns das allen nicht aufgefallen? Ich habe mir es nochmal angeguckt und ja, es war tatsächlich asynchron. Also habe ich mich rangesetzt, Felix kam dann auch nochmal vorbei. Wir haben eine Nachtschicht geschoben, wir haben bis 5 Uhr morgens geschnitten. Ich habe es am nächsten Tag dann auch fertig gemacht, rausgeschickt. Und dann war die ganze Show so wirklich vorbei. Wirklich ganz, ganz, ganz große Liebe an alle, die mitgemacht haben. Der Regent, Marc, Felix, wirklich ohne euch wäre es so einfach nicht möglich gewesen. Und auch an alle anderen aus der Videogruppe, jeder, der Feedback gegeben hat oder sich irgendwie dazu geäußert hat. Ich danke euch wirklich von Herzen. Ich habe mich wirklich super gefühlt beim Dreh und ich finde, das ist das beste Musikvideo, was wir jemals gemacht haben. Das hat sogar noch Rebirth getoppt. Checkt das Musikvideo aus, votet für mich, indem ihr ein Like gebt und einen Kommentar abgebt. Pusht das ganze Ding auch auf Spotify, einfach weil es ein Giga-Projekt war und es mich wirklich freuen würde, wenn nach all dem Aufwand wenigstens ein bisschen gutes Feedback reinkommt. Und dann bleibt mir nur noch zu sagen, lasst doch gerne ein Abo und ein Like da. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut. Ciao.